jetzt habe ich erstmal. Wie viel habe ich? Achso, jetzt muss ich erstmal daraus noch Welle basteln. So, jetzt können wir daraus Welle basteln. Moment. Klack. Das sieht doch schon mal gut aus. So, Moment. Dann hier. Klack. Klack. Ach, 24 haben wir sogar. Na gut, dann nehmen wir den Rest auch noch. Ach nö. Die spawnen sich hier. Das ist doch scheiße. Oh mein Gott, Alter. Macht nur, kein Ding, macht nur. Alter. Echt jetzt genau da, wo ich wohne? Wie assi ist das denn bitte? Wie asozial ist das denn jetzt bitte? Genau da, wo ich wohne, spawnen diese Viecher. Ah, das ist doch ein Witz, ey. Und vor allen Dingen so viele. Ich bin tot. Super. Jetzt brennt's auch noch in meiner Gegend. Jawohl. Hab ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wir werden ja aber nicht sterben. Wir haben keine Chance irgendwie. Was zu unternehmen dagegen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das kriegt das wieder niemals dauern. Alter! Ich habe auf meinen kleinen Teil der Frosch hier runtergelockt. Kriegt aber auch nicht viel. Ich kann mein Zeug mal schnell hier einsammeln. Alter, wir werden so sterben, wir werden einfach sterben. Wir werden einfach sterben. Ich will jetzt versuchen, mein Feuer anzumachen. So, ein bisschen mehr. Durch die Nacht kommen, aber ansonsten habe ich jetzt gerade auch nichts, was wir irgendwie dagegen tun können, gegen die Viecher. Zudem drehen wir langsam durch. Auch nicht schlecht. So. Dann werde ich wohl mal hier die Dinger braten müssen. Na gut, das bringt gerade nicht wirklich viel. Ey, so spawnen diese scheiß Frösche auch hier, ey.
Haben wir noch Mauer verloren. Ich meine, ich kann jetzt nur hoffen, dass die irgendwie... Oh mein Gott. Hat er schon wieder eine Wiese. Ach komm, lasst mich doch in Ruhe, ey. Und Wölfe kommen übrigens auch, für die, die es nicht gehört haben. Das heißt, entweder wir gehen jetzt drauf oder die machen sich gegenseitig platt. Das sind gar nicht die Wölfe, das sind die Viecher, die einfach... Ach komm ey, das war ein Witz. Ich hoffe, es ist Vollmond. Vollmond wäre jetzt meine Rettung, glaube ich. Ansonsten kann ich euch sagen, es ist Vollmond. Es ist Vollmond. Oh mein Gott. Wäre jetzt nicht Vollmond geworden, wäre so verkackt. Wir haben doch so verkackt, wir haben eigentlich nichts. Wir können nicht sagen, dass wir überhaupt noch leben, aber wir haben kein Leben mehr, wir werden verrückt langsam. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Bären finde. Yep, da geht's schon los. Wir müssen die Flower auf jeden Fall da aufpicken. Wieder. Gut, dass Vollmond ist, sonst könnte ich das für mich jetzt gerade nicht machen. Wir sind hier so viele von diesen... Keine edle Flower, oder? Ah, okay, wird alles als edle Flower angezeigt. Ne, das sind wirklich edle Flower. Hä, wieso sind hier überall edle Flower? Na klasse, hier haben wir die Augenpflanze gerade. Wir sind voll am Arsch, möchte ich dazu nur mal sagen. Ich würde mich so über so eine Blaukappe jetzt freuen. Wundert mich aber, dass wir noch keine bösen Tiere sehen. Oh oh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, wir sind so weit, dass die Schatten uns angreifen. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Ich weiß auch nicht, was die Rotkappen machen. Ich glaube nicht, dass die Roten so gut sind wie die Blauen. Es sah so gut für uns aus. Ohne Mist, es sah so gut für uns aus. Jetzt der Mist. Ja, ich drehe durch, das habe ich auch gemerkt. Das musst du mir nicht noch mit gruseliger Musik klar machen. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich momentan nicht alle Latten am Zaun habe. Das ist aber auch schön von dir. Ich danke dir, Spiel. Ich danke dir, dass du dich so um mich sorgst. Aber nein. Nein. Blume. Oh ja, hier sind Blumen. Hier sind Blumen.
Blum, 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 blum. Die Wespe verfolgt mich. Oh, cool. Blum. Blum. Oh, Blum. Geil. Man weiß es ja bereits. Das Beste gegen Verrücktheit ist einfach mal Blumen pflücken ohne Ende. Oh ja, wenn ich verrückt werde, ich pflück einfach Blumen. Oh. Ja, die Wespen verfolgen und das Vieh ist immer noch da. Obwohl ich schon so viel Gesundheit wieder habe. Das Vieh verfolgt uns immer noch. Ja, na klar, jetzt geht die Gesundheit wieder, jetzt geht's wieder runter. Ist ja nicht so, dass es schon weit genug unten ist. Ja, ich glaube, die Nacht können wir heute mal hier verbringen. Das wird nämlich nicht mehr reichen. Dann müssen wir gucken, dass wir genug von dem Zeug sammeln. Dass wir ein Feuer über Nacht anhalten können. Okay, es ist wieder nur noch eine Schemme. Oh, eine Schemme. Oh mein Gott, ey, ohne Mist. So, wir müssen auf jeden Fall einen Blumenkreis machen, damit wir nicht durchdrehen. Naja, Bison, ich rede gerne mit mir selber, das ist so eine Angewohnheit von mir, mach dir keine Sorgen, das ist so. Oh, oh, okay. Ist hier was? Ich sehe die Statue. Marble muss ich auf jeden Fall mitnehmen, der ist wertvoll. Eine Spitzhacke kann ich den meiner austauschen. Es wundert... was ist das denn hier? Xaimbet Obelisk. Oh, aha, guck mal hier. Ein ganzes Dorf voller Schweine. Interessant. Wirklich interessant. Ich bin hier anscheinend im Schweinekulturbereich gelandet. Schweinekulturbereich klingt auch edel. Ist es nicht, klingt aber so. Findet euch damit ab. So. Das Lustige ist, ich muss die Aufnahme jetzt gleich unterbrechen, weil ich auf Arbeit wieder muss. Und wir sind momentan nicht in einem Zustand, in dem ich unbedingt die Aufnahme unterbrechen wollte. Aber wird nicht anders gehen. Liebe Freunde, den wird nicht anders gehen. Was ist das denn hier? Walk to Gloomer Statue. Ich weiß ja nicht, warum, aber die macht keinen besonders guten Eindruck auf mich. Könnte an der schmerzverzerrten Fratze liegen, die einen da anguckt. Blumen pflücken. Meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel. Blumen pflücken. Damit ich nicht durchdrehe. Wer macht's denn bitte nicht gern? Ach ja. Ich darf ja nicht zu weit von zu Hause entfernen, sonst findet man nie wieder zurück. Wäre jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsoption. Ich weiß, den komisch ist aber so. Alles wegen diesen beschissenen Fröschen, ey, ohne Spaß. So, ich habe die Blumen da drüben gesehen, aber ich würde doch lieber ein Stückchen zurücklaufen gerade, bevor Nacht wird. Ohne was zu essen. Super, okay. Eine Möhre haben wir noch, dann mache ich mir hier mein Lagerfeuer jetzt. Okay, jetzt können wir den Spaß hier noch essen, dann kriegt man nämlich wieder Leben dazu. Brauche ich auf jeden Fall gerade. So, dann haben wir hier noch auf jeden Fall da mal ein bisschen Fleisch. Können wir essen. Dann haben wir hier noch Fleisch. Können wir essen. Und die zu essen ist, glaube ich, keine gute Idee. Oder? Nein, nicht wirklich. So. Den kann ich nicht kochen. So, das tue ich mal halt fuelen hier und dann können wir hier mal... Leider müssen wir dann die hier mal verkochen. So viel geben die aber auch nicht, gell? Das ist ein bisschen doof. So viel geben die nicht. Juhu, ich kann eine Food Range bauen. Das ist genau das, was ich möchte. Genau das.
Na gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, ich tue erstmal hier die Aufnahmen unterbrechen und überlasse den lieben... Also überlasse mir das in der Zukunft dann würde ich sagen, tun wir hier in der Nacht unterbrechen und dann habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen, wenn ich nachher reinkomme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Adios und tschüss. Wir haben uns das soweit wieder hochgearbeitet. Naja gut, mal schauen, was passiert. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Ich hack jetzt einfach mal Holz gerade, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was wir machen. Kleinen Moment, ich muss auch mal ganz kurz zurechtfinden, dann begrüße ich euch richtig. Bei Don't Starve immer so ein bisschen schwierig, weil man sich hier so schnell beeilen muss. Okay, wir sind leicht am verrückt werden. Haben aber das Blumending, es ist Tag 11. Kurz vor Vollmond, so wie es aussieht. Okay. Ich sehe hier überall schon Augen. Na super. Warum denn nicht? Habe ich eine Schaufel? Ich habe eine Axt. Ich habe eine Spitzhacke. Ich habe einen Razor. Ich habe eine Schürze. Ich soll zum Feuer zurückgehen. Und es wird Tag. Super, okay. Dann gucken wir auf die Map ganz kurz. Wir haben... da ein Schweinekönig. Haben wir irgendwo unser Lager? Oder bin ich bekloppt? Ich bin bekloppt, 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 bekloppt. Ich bin bekloppt. Und warum bin ich hier aufgewacht? Sind wir gestorben letzte Folge? Nee, kann ja gar nicht sein, das hätte man so Zeug ja gar nicht. Unser Lager ist da unten. Da ist die Pflanze. Okay, wir laufen jetzt mal gerade runter zum zum König der Schweine. Pflüge nebenbei noch ein paar Evil Flowers. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve, meine lieben Freunde. Zu einer nächtlichen Aufnahme. Da ist der Schweinepriesterkönig hier. Und irgendwie... ist hier sonst aber nicht viel. Und ich will mal gucken, ob ich die hier eventuell... das geht wirklich. Interessant. Na gut. Auch das kann ich kaputt machen. Interessant. Was ist das? Alles dasselbe, okay, gut, dann nehme ich mal nicht weiter mit. Na, nimm auf, du kleiner. Aber wir müssen auf jeden Fall noch eine Schaufel machen. Und den Busch hier mitnehmen. Das ist wichtig. Ja, herzlich willkommen zurück, so bla bla. Hier, wir sind da wieder. Ich weiß nicht direkt, was wir letzte Folge gemacht haben. Ich weiß auch, dass wir von dem Fläschchen weggerannt sind. Ich habe so viel ausprobiert in letzter Zeit. Was die... oh, kann ich gar nicht so, dann muss ich halt so essen. Ich habe so viel ausprobiert in letzter Zeit, was die, das Überleben in Don't Starve angeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt rausgefunden, warum das Spiel, was genau Range of the Giants macht. Und es ist eine krasse Erweiterung einfach. Range of the Giants fügt einfach viel mehr Arten hinzu, wie man sterben kann. Man kann durch Regen, wird man beeinflusst, man kann überhitzen... was ich auch ausprobiert hatte, wo ich nicht ganz verstanden habe, was passiert ist mit der. Und lauter so ein Spaß kann passieren mit einem. Und das hat man in dem anderen Ding nicht. Und deswegen ist es in dem anderen noch einfacher. Und ich überlege auch, ob wir eventuell, wenn wir hier jetzt einmal verkacken sollten, überlege ich, ob wir eventuell das ein anderes spielen, also ohne Range of the Giants. Und mal gucken, ob wir da durchhalten. Ich kann es euch nicht sagen. Am besten gebt mir da euer Kommentar, euer Favorite hier dazu. Und da weiß ich Bescheid, weißt du? Dann kann ich dir sagen, ah, okay, der möchte das und dann mache ich einfach das. It will be getting late. Okay, es ist schon Tag 12. Das heißt, wir nähern uns dem Winter. Das ist uncool. Denn ich konnte gar nicht genug mich aufheilen gerade. Ist aber auch egal. Wir sind jetzt hier oben und wir müssen da runter. Das heißt, wir folgen jetzt einfach mal hier den wunderschönen Flüsschen. Da war noch ein Bärenbusch, aber den hole ich mir jetzt nicht. Dann nehmen wir hier mal den da noch. So, hatte gerade privat heute gezockt. Und da hatte ich auch Stunden, ich glaube 4 Tage lang hatte ich
bin ich verrückt geworden, habe 4 Tage lang keine Blume gefunden. Das war so krass. Ah, hier sind wir auf jeden Fall schon mal gestorben. Das heißt, höchstwahrscheinlich darf ich nicht noch einmal sterben jetzt. Sonst war's das. Nehme ich jetzt mal an. Aber so sollte man ja prinzipiell ja an die Sache rangehen, von da aus. Ich verstehe auch nicht, warum die Bäume manchmal kleiner werden wieder. Das möchte für mich keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht warum. Warum werden Bäume kleiner? Bäume tun so etwas nicht in der Wirklichkeit. Nein, tun sie nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute aufnehme. Ich habe jetzt einfach mal gestartet. Es ist 23.30 Uhr. Ich werde höchstwahrscheinlich zwischendurch mal eine Aufnahmepause machen müssen wegen meinem Handy. Da muss ich mal was machen. Ansonsten, Mal schauen. Wir lassen uns beeindrucken, überraschen und was weiß ich nicht. Wo sind wir denn und wo müssen wir hin? Wir sind hier und wir müssen hier rüber. Das looks gut. Dann nehmen wir mal hier den ganzen Spaß noch mit. Da oben sehe ich Scheiße. Scheiße ist immer gut. Scheiße ist wichtig. Ich hoffe, der hat nicht Akkros. Der hat Akkros, alles klar. Ja. Ach, come on hier. Scheißteil. Ist das die? Ja, das ist die. Ich hasse dich, du dumme Pflanze. Weil davon haben wir doch schon eine auseinander. War das die? Oh, Alter, wie viele Büsche ich hier habe. Habe ich irgendwie was genommen oder was war? Es war hier falsch bei mir. Okay. Wir müssen jetzt hier ganz schnell erstmal Feuer machen. Jetzt geht's hier, keine Zeit zu verlieren. So. Achso, kann ich immer noch nicht nehmen. Moment, dann tue ich erstmal Essen. Dann hier jetzt mal ganz kurz den Spaß hier rein. Und dann die Bärenbüsche abernten. Das hat den einfachen Grund, dass die Bärenbüsche auch schnell wieder nachwachsen können. So, hier haben wir noch ein paar Bärenbüsche, die tun wir Fertilizing. Ja, hier der Strauß, der macht sich da sein schönes. Ich weiß gar nicht, ob der die Bären auch frisst. Ah, hier, wir sehen hier auch unser Skelett übrigens. Das ist ein hässlicher Maulwurf. Der soll ja nicht auf dumme Gedanken kommen. So. Dann müssen wir ganz schnell hier mal da drüben das Beet. Warum haben wir nur ein Beet? Kann mir das mal jemand erklären, warum wir da ein Beet haben? Weil... Ah, okay. Ach so, okay. Na gut. Da ist nichts drin. Da habe ich gerade den ganzen Spaß reingetan. So. Kochen. So, super. Ich muss gerade mal alle essen, damit ich hier... Wir müssen echt aufpassen mit den Fröschen. Das nimmt sonst kein gutes Ende. Ich versuche jetzt neben den Fröschen... Mauern zu bauen, also während die Frösche hier sind, versuche ich jetzt die Mauern zu bauen. Damit, ich habe mir eine gute Idee überlegt, wie man diese Frösche los wird. Und zwar baut man die Mauern einfach so, dass die Frösche so einen weiten Weg, so einen Abstand zu einem haben, dass sie einen gar nicht wittern können. Und das da nehme ich gerne mit. So. Braten wir auch gleich mal. Und essen es. Haben wir hier noch irgendwas drin jetzt, was irgendwie wertvoll ist? Nicht wirklich. Da haben wir den Marble noch drin. Brauche ich privat jetzt erstmal nicht. Nicht Regen, nicht jetzt, komm schon. Es geht aber auch übel langsam hoch, ey. Na, jetzt haben wir wenigstens wieder das normale Herz. Aber unsere Verrücktheit steigt auf jeden Fall. Das ist auch nicht gut.
So, wir mal schauen, was wir hier noch für Mauern machen können.